Hey Leute, ich bin's, euer Dreed, und ich hoffe, euch geht's gut. Alle Boss Guides zu Wulong findet ihr in meiner Playlist. Ich werde zu jedem Boss ein Guide machen und es macht mir echt eine Menge Spaß und ihr könnt mich auch live im Stream sehen. Wir schauen uns Su Shan an, ein sehr, sehr einfacher Boss, ja. Und hier geht's auch schon am Anfang sofort los. Er macht diesen Schlag und der ist relativ einfach zu kontern, ne. Jetzt seht ihr das hier, dieser Dreierschlag, ne, in dem Rhythmus. Und das macht er unterschiedlich, also der kann das in unterschiedlichen Variationen machen. Manchmal schlägt er nur zweimal zu, manchmal nur einmal und dann geht er in eine andere Animation über. Deswegen müsst ihr da aufpassen, ne? Es könnte jetzt auch sein, dass er nur einmal schlägt und dann was anderes macht. Aber dreimal ist das Maximum. Das ist genauso wie mit dem hier. Das hier macht er hier in dem Fall zweimal, aber wir gehen gleich rüber und dann sehen wir, dass er es dreimal macht. Ja, und das sind so rhythmische Schläge. Das Hauen und Hauen oder das Schlagen auf dem Boden, ja, das sind so rhythmische Schläge, die sind eigentlich sehr, sehr einfach zu dodgen, beziehungsweise zu parieren, wenn man das kennt. Ja, und jetzt sehen wir hier wieder den Schlag, ne, also der kann wirklich nicht viel. Oh, dieser Tooltip, der ging mir richtig auf die Nerven. Ist Release-Gameplay, also nicht von der Demo, haben sie immer noch nicht gefixt. Mega nervig, das Ding da. Hat mich übelst aufgeregt, wirklich. Und das mitten in der Nacht. Ja, jetzt sehen wir es hier. Ich habe eben gesagt, das macht er zweimal. Ihr seht das. Und dann in diesem Moment müssen wir dann halt den Block beziehungsweise den Parry drücken. Und auf diese Situation, die jetzt kommt, darauf warten wir. Wenn er diese Animation startet, wenn er rot leuchtet, ja, das ist die beste Möglichkeit, um ihm richtig Schaden zuzufügen. Und darauf warte ich eigentlich. Ich versuche immer Range zu halten und ihn hier drauf oder hier das zu forcieren, dass ich hier den tödlichen Angriff starten kann. Relativ einfach zu parryen, also relativ einfach auch zu countern. Und hier, das schauen wir uns jetzt mal hier an. Wenn die Füße kommen, ne, und das hängt ja dann von eurer Distanz zu dem Affen ab. Wenn die Füße kommen, dann müssen wir drücken. Jetzt. Ja, und dann geht ihr über in den Konter. Vielleicht noch einen Ticken früher. Ja, weil die Animation, die float ja so rein. Und dann seid ihr hier auf jeden Fall schon mal mit dicken Damage dabei. Und darauf warten wir halt. Also das ist eigentlich so der Fight. Ja, der kann noch ein, zwei andere Sachen. Die schauen wir uns jetzt noch gleich an. Aber prinzipiell wieder der Schlag. Und jetzt geht's wieder. Und da sehen wir es. Darauf warten wir. Wir nehmen einfach Range, warten, bis er diese Attacke macht und dann geben wir ihm richtig einen rein. Ja? Seine Willensanzeige geht runter in den Freeze. Gut, jetzt macht er die, geht er in den Phasenwechsel über oder wird Aggro, keine Ahnung. Und dann wird das wieder voll, aber prinzipiell ist das einfach. So, und das macht er und darauf warten wir. Ja? Geiler wäre, wenn er uns attackt hat. Jetzt wieder. Es ist so easy zu kontern, ne? Zack. Rein, schwerer Angriff. Mehr kann er nicht. Ich habe hier auf Stein und auf Holz geskillt. Schon wieder sag ich Stein. Erde. Ich weiß nicht, warum ich auf Stein. Weil es halt wie so eine Felsfestung ist, ne? Erde und Holz. Ja, wegen der Rüstung und wegen dem Heal. Das kann er auch noch machen. Das habe ich natürlich jetzt hier an der Stelle gut gekontert. Da müsst ihr halt aufpassen. Dann macht er nicht den Sprung, sondern er will dann schlagen. Das ist dann so eine Schlagreihenfolge. Und wenn ihr das halt hier in dem Moment, wo die Arme so runterkommen, wenn wir da den Konter ansetzen, dann sind wir auch hier wieder in der Animation drin und geben ihn ordentlich auf seine Willensanzeige. Ja, also das sind so die beiden schweren Attacken, die er drauf hat. Ja. So, und hier direkt wieder der nächste Konter hinterher. Also das habe ich schon so drin, auch aus der Demo heraus. Ne, da gibt es eigentlich nicht viel, was man da verkacken kann. Und hier wollte ich zu viel am Ende. Ne? Hier kassiere ich nochmal, glaube ich, richtig Schaden. Ich weiß nicht, ich glaube, das war der Try. Wo ich nochmal ein bisschen Schaden... Ich meine, ich habe eh nur ein, zwei Tries, glaube ich, für den gebraucht. Ja, da ist es. Genau, da habe ich nicht aufgepasst, aber ich habe es geblockt. Nö, ich spiele es wirklich clean runter hier an der Stelle. Ah, nee, jetzt, oder? Ja, jetzt kriege ich nochmal Schaden, genau. Ja, Fehler. Wisst ihr warum? Ich wollte ihn noch heilen. Muss man an der Stelle nicht machen. Da wollte ich zu viel. Ja, ja, das war hier. Ich erinnere mich noch, weil das war heute Morgen. Ne, da hat er angesetzt. Eigentlich so schön runtergespielt bis zu dem Zeitpunkt. Ja, wir schauen uns das Ganze nochmal flüssig an. Und das ist der ganze Fight.
Ne? Also diese Attacken, diese Schläge, dann dieser Sprung und dann haben wir es eigentlich. Ja, hier der Dreierschlag. Dann der Schlag auf den Boden. Das macht doch nicht viel Schaden eigentlich. Ich verwende auch Rüstung gar nicht so oft. Da muss ich mich echt dran gewöhnen. Das kann man auch noch verbessern, dass ich viel öfter meine Zauberbuffs drücke, ne? Ich achte mir da mal drauf, wie oft ich mir das gebe. Nicht oft genug. Ist echt noch verbesserungswürdig hier in der Stelle, Dreed. Ja, jetzt kommt das Ding. Counter. Ach, so schlimm, diese Tooltip da, ne? Jetzt die Schläge. Jetzt wieder. Konter. Hier könnte man auch eigentlich die Kampfkünste verwenden, ja, um richtig reinzugehen, nochmal viel mehr Schaden zu machen. Ich mag halt immer schnelle Waffen, muss ich dazu sagen, obwohl manchmal spiele ich auch gerne schwere Waffe. Ja, aber ich mag es einfach, weil man hier variabler ist, flexibler, schneller. Aber die dicken Waffen teilen halt auch stark aus. Haben aber nicht so ein hohes Zeitfenster im Block. Sie sehen so nice aus in dem Spiel. Oh mein fucking Gott, ich hab so Bock weiter zu zocken. Aber ich mache YouTube-Videos erst für euch fertig hier. Von den Bossen. Hab noch ein paar gelegt in der Nacht. Jetzt kommt das. Ja, das ist super, ne? Das ist einfach nur Übung. Aber wie gesagt, ich habe ja das Video zum ersten Boss raus und die nächsten Bosse sind viel einfacher als der erste Boss. Wobei ich den auch wirklich einfach finde. Ich hoffe, da kommen noch richtige Brecher. Ja, wo ich mal so 10, 20 Tries brauche, um den zu knacken. Aber bis jetzt. Und natürlich hier mit einem Gefährten und dem Koop wesentlich einfacher. Ja, hier habe ich mir den hier gedrückt, das war okay. Und da habe ich halt den Fehler gemacht, dass ich ihn halt heilen wollte. Das hätte nicht sein müssen. Da hat man es auch nochmal aus der Ferne sehr schön gesehen. Dann macht er halt diesen Schlag. Ja, und dann geht er auch down. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ja, relativ einfaches Line-Up-Animation, die man hier üben kann. Ach, stopp, den Steinschlag hätte ich fast vergessen. Wenn er in den Boden geht, seht ihr gut. Jetzt wollte ich schon fast aufhören hier, aber das ist nochmal wichtig. Wenn er so aus dem Boden herausfährt und dann den Steinschlag, weil das hat er in dem Try nicht so oft gemacht, das können wir auch noch easy dodgen. Ja, also das ist auch noch sehr, sehr einfach. Normalerweise, ich glaube, ich wurde hier vom Stein erwischt. Hab gar nicht mehr damit gerechnet, wenn er so ausholt und dann so über den Boden fährt, dann hättet ihr an dieser Stelle jetzt die Dodge-Taste drücken können. Ja, das ist er. Er geht gleich down und dann war's das mit dem Boss. Relativ einfach. We'll be right back.